Hallo, neben mir Annabel Knoll, letzte Woche noch in Saarbrücken, heute schon wieder in Ratingen. Wie war der Weg hier? Ja, war nicht schlimm, kein Verkehr. Trotzdem, glaube ich, 4-5 Stunden, aber auch nicht schlimmer als aus Saarbrücken. Mich hat ja hier, als ich ankam, am meisten dieser Flugverkehr wieder ist mir aufgefallen. Der Lärm, der ungewohnt war, Leipzig kennt man das schon, aber hier war es auf einmal ganz deutlich. Und wenn man hier nur nach links oben schaut, hat man ja ständig eine Maschine gesehen. Du nicht? Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Hab noch nicht in den Himmel geschaut. Das heißt, du bist hier voll im Rennfokus und Modus. Genau, sozusagen. Nichts anderes wird wahrgenommen. Was hast du noch so wahrgenommen? Du warst jetzt sicherlich im Wasser gewesen, bist eine starke Schwimmerin. Vielleicht ist die Distanz morgen mit 1000 Metern für dich ein Stück zu kurz? Ja, auf alle Fälle. Also mir wären die 1500 schon lieber, vor allem dann, wenn 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer bleiben, wäre es schon schön, wenn man das Schwimmen auch lassen würde. Aber es ist, wie es ist und das Beste draus machen. Jetzt ist bei vielen ja noch die Raddisziplin noch bei dir in Erinnerung, weil du hast in Saarbrücken so ein bisschen die Gruppe da weggeschmissen, weil dein Aufstieg nicht ganz so gut war. Hier ist es ein bisschen einfacher, es ist flach. Das ist schon mal was Positives. Und dann geht es auf 40 Kilometer, eine Distanz, die du natürlich kennst aus der Olympischen, ja? Ja, also ich habe bis jetzt 2 olympische Distanzen gemacht, also auch noch nicht so viele, eher Sprintdistanz, aber wird schon werden. Trotzdem ist es ein Unterschied, ne? Es ist ein Einzelzeitfahren, mehr oder weniger, 20 Meter Abstand. Hast du dir noch irgendwie eine Zeitfahrmaschine irgendwo her besorgt in Vorbereitung? Nee, ich habe alles versucht, aber es ist schwierig in meiner Größe, weil ich doch relativ groß bin, einfach irgendwas zu finden, das passt. Jungs sind natürlich breiter, das ist dann auch schwierig. Also habe ich jetzt einfach mein Rennrad genommen, Auflieger drauf, höhere Laufräder und... Und einen kleinen Mann gibt es da vielleicht auch? Ja, vielleicht, aber kenne ich keinen. Okay, also fährst du mit deinem normalen Rad und Wattmesser, hast du das sowieso schon dran oder ist das jetzt auch neu dazugekommen? Nee, also Wattmesser ist, glaube ich, auch für die Kurzdistanz total üblich. Ich glaube, jeden, den ich kenne, der irgendwie international startet, hat ein Wattmesser, weil ansonsten muss man, glaube ich, gar nicht rangehen an den Start. Und jetzt ist es wahrscheinlich morgen, der Kurs ist jetzt nicht super selektiv, hat nicht so viele Kurven und so weiter. Hast du dich auf irgendeinen Wattwert so ein bisschen eingepegelt? Was wirst du ungefähr treten? Ja, also zwischen 200 und 230 Watt haben wir jetzt mal angepeilt, aber ich muss wirklich gucken, was geht. Ich habe immer eher das Problem, dass ich am Anfang ein bisschen überpace und dann am Ende viel zu wenig fahre, aber mal schauen, ich versuche mein Bestes. Aber gut, es sind ja 10% plus minus, ja, ist ja schon eine ganze Menge. Wie kommt sowas zustande? Hängt das so ein bisschen an der Tagesform oder von der Tagesform ab oder wie ist das? Ich würde eher sagen, dadurch, dass wir keinerlei Erfahrung hat, was ich auf 40 Kilometer Zeitfahren durchfahren kann, weil ich meine, wenn man es mit einem normalen Rennen vergleicht, die ich jetzt eigentlich starte, dass man mit Antreten, wieder fahren, ist natürlich ganz anders. Ja. Und wir haben es jetzt ein bisschen daraus genommen, was ich in der Kurzdistanz so fahre, minus so 20 Watt. Also in der Kurzdistanz hast du doch im Schnitt so um die 250, das sind schon so Werte hier? Ja, so 240 rum. Ist schon ordentlich und natürlich halt immer die Peaks, ne, die natürlich immer wieder vom Antreten dazukommen, was hier ganz anders ist. Seit wann weißt du hier von dem Rennen und seit wann hast du hier die Zusage erteilt? Also wissen tue ich schon länger. Bei uns hat irgendwer in der Gruppe in der Paparolan-Crew angefangen, dass er hier startet, wurde gefragt. Ich glaube, es war sogar Simon und Max Sperl. Und dann sind immer mehr dazugekommen und irgendwann hat dann irgendwer beschlossen, ja, so, wir melden dich jetzt auch an, Annabel, du startest da jetzt auch. Und ich war dann so, ja, okay, kann man ja mal versuchen. Rennen gibt es sowieso nicht so viele, also machen wir einfach mal. Ja, und am Ende ist es ja auch die Distanz, wo du ja die permanent hintrainierst, ja. Was rechnest du dir jetzt noch für das Laufen dann aus, ne? Also die Top-Leute, die sind natürlich schon ordentlich stark, aber gerade auch in den Favoritencheck von Pushing Limits, da tauchst du in den Top 5 überall mit auf. Ist das gerecht oder ist das jetzt eher noch eine Last? Ja, ich meine, also wie gesagt, Schwimmen wird ganz gut gehen, denke ich, werde schon vorne mit rauskommen. Radfahren kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie gesagt, mit dem nicht vorhandenen Zeitfahrrad. Einfach gucken, wo ich mich dann halte. Und beim Laufen denke ich schon, dass ich da eine der Besseren bin, vor allem, weil ich dieses Jahr einen extremen Sprung gemacht habe im Laufen. Dadurch, dass ich endlich mal verletzungsfrei bin ich dieses Jahr jetzt auch schon auf 5 Kilometer Straße neue Bestzeit gelaufen. Und dadurch denke ich, wird schon was gehen. Und hast du auch beim Schwimmen, es gibt ja auch für die Tagesschnellste noch ein bisschen Geld. Ist das eine Taktik?
Nee, also ich denke, da wird die Lucy Hall ganz vorne sein. Wenn ich mit was liebäugle, dann wären es eher die 500 Euro beim Laufen. Aber also ich glaube, Lucy Hall ist schwer zu schlagen beim Schwimmen. Wahrscheinlich, aber wer weiß, ich meine, es kann doch morgen mal, heute ist ja noch ein Losglück noch ein bisschen entscheidend, ja. Und du erwischst eine schnelle Bahn, das kann ja dann trotzdem funktionieren, ja. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Sekunden, was uns getrennt haben jetzt in Saarbrücken letztes Wochenende. Deswegen nichts ist unmöglich, aber ich denke, sie wird da auch nicht warten. Und generell, was sagst du so zur Stimmung? Wie ernst ist so hier das Wettkampfgefühl gerade? Ist es schon so das klassische Kribbeln, wie vielleicht auch vor einem Bundesliga-Rennen oder irgendwie was Höherwertigeres? Also ich bin relativ entspannt. Ich glaube, dadurch, dass das Rennen einfach nichts ist, was ich normalerweise mache und dadurch auch nicht wirkliche Erwartungen habe, sondern einfach da jetzt mit Spaß reingehe. Es ist mein letztes Rennen für diese Saison und einfach alles auf eine Karte setzen und schauen, was rauskommt. Das ist doch eine Ansage für morgen. Dann wünschen wir dir viel Erfolg. Gutes Losglück heute. Ich meine, wenn das Video ausgestrahlt wird, dann ist das wahrscheinlich eh schon klar. Wir verlinken das dann natürlich, wie dann die Startliste sein wird. Und dann sehen wir uns morgen sicherlich an der Startlinie. Ja? Viel Erfolg. Dankeschön.